Hallo meine Lieben, hier bin ich wieder, euer Küchenzauberer. Und heute geht's mal wieder so richtig auf die Hüften. Denn heute gibt es, keine Cinnamon Rolls, aber es gibt Rollen. Und zwar mit Hackfleisch gefüllt und mit viel Käse. Hier mit Emmentaler, mit Gratin-Käse und mit Cheddar-Käse. Jawohl, und Schmand kommt da auch noch mit hinzu. Und ja, lasst uns doch einfach mal starten. So, zunächst machen wir uns erst einmal den Hefeteig. Und dazu nehmen wir, gehen wir auf Tara, 300 Milliliter Wasser abwiegen. Oder 330 Milliliter. Jawohl. Dann einen halben Würfel Hefe zerbröseln, so wie ihr das schon kennt. Und einen Teelöffel Zucker, damit die Hefe ein bisschen was zu naschen hat. So, Deckel drauf, 3 Minuten, Stufe 1, 37 Grad. Und los geht's. So, wenn die Hefe dann nachher aufgelöst ist, dann lassen wir sie einfach noch mal 5 Minuten ruhen. So, die 5 Minuten Ruhezeit sind um und jetzt geben wir 500 Gramm Weizenmehl Typ 405 dazu. So, 2 Teelöffel Salz, schwach gehäufte. Dann 2 Esslöffel Basilikum. Entschuldigung, 2 Teelöffel oder eben einen Esslöffel. Und wir geben noch Oregano in den Teig. Ebenfalls 2 Teelöffel. Deckel drauf und Knetstufe 2-mal. Erstmal einmal und dann geben wir es nochmal ein zweites Mal durch. So, jetzt ist er einmal durchgelaufen und wir machen das gleiche. In der Zwischenzeit ölen wir unsere Hefeschüssel. Ein Schuss Öl rein und dann mit einem Küchentrepp einfach auswischen. Teig ist jetzt ein zweites Mal durchgeknetet. Wir schauen mal nach, wie er ausschaut. Das sieht doch schon mal richtig lecker aus. So, wie holen wir den raus? Entweder man dreht ihn hier mit dieser Drehhilfe. Probiere ich jetzt mal, ob er so sich rausdrehen lässt. Jawohl. Könnt ihr das sehen? Jawohl, das kann man wunderbar sehen. Und jetzt ist nur noch so ein ganz kleines bisschen da am Messer dran. Da gehen wir doch mal ganz kurz auf die Turbostufe. Aus dem Knetprogramm heraus. Schleudern uns den Teig an den Rand. So, sieht doch schon mal gut aus. Jetzt holen wir uns den mit dem Spatel hier noch mal raus. Na. Und noch besser, wir lassen einfach das Messer hier in den Teig fallen, aber am Messer selber ist noch ganz wenig, das rentiert nicht. Aber hier drin, da haben wir noch Teig. Dann nehmen wir am besten so einen Silikonschaber
Et voilà. Und dann ist der Teig wunderbar da herausgegangen. So, in der Schüssel fühlt er sich jetzt wohl. Da kommt der Deckel drauf und dann lassen wir den mindestens eine Stunde jetzt einmal gehen. Und in der Zwischenzeit Füße hochlegen, ein Buch lesen, Staub saugen oder irgendwas anderes Schönes machen. Bis gleich. So, meine Lieben, ich habe natürlich nicht meine Füße hochgelegt, sondern ich habe in der Zwischenzeit meinen Topf hier gereinigt und die Zwiebeln schon geschnitten. Und das sind ungefähr 500 Gramm Zwiebeln. Die habe ich halbiert und dann immer schön in feine Streifen geschnitten. So ähnlich wie beim, seht ihr, dass die hier nachher hier so eine feinen Streifen sind. Wie ich das schon beim Zigeunerschnitzel für die Zigeunersoße auch gemacht habe. So, und da geben wir jetzt hinein ein bisschen Öl. Auch wiederum so, dass der Boden leicht bedeckt ist. Die Zwiebeln hinzu. Und dadurch, dass da richtig ordentlich viele Zwiebeln sind, möchte ich nicht das Anbratprogramm nehmen, weil das mir zwischendrin zu viele Pausen macht. Und ich habe Angst, dass dann meine Zwiebeln unten einmal kurz ansetzen. Und ich möchte, dass die ständig in Bewegung sind, weil ich brauche die nur glasig und richtig schön weich. So, dazu gehe ich jetzt erst einmal so auf 13, 14 Minuten. Ja, ich bin aber, glaube ich, keine 13, wir machen die 14 raus. 14 Minuten, Linkslauf. Auf Stufe 2, weil es ist doch schon eine Menge. Eins würde mir da nicht reichen. Und das Ganze auf 120 Grad, sodass das doch schön heiß wird. Und Start. Wir sehen uns danach wieder. Bis gleich. So, meine Lieben, die 14 Minuten sind um. Und so sehen die Zwiebeln jetzt nach 14 Minuten aus. Schön glasig gedünstet. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen, dass sie braun werden. Dazu gehe ich jetzt doch nochmal, weil jetzt sind sie ein bisschen zusammengefallen. Es ist also jetzt nicht mehr vom Volumen her so hoch. Jetzt kann ich getrost in den Anbratmodus gehen, anbraten und ich übernehme mal die 7 Minuten. Bis gleich. So, meine Lieben, ich habe natürlich keine 7 Minuten ausgehalten, sondern musste das nach 5 Minuten, habe ich das dann schon wieder abgebrochen, weil das hat gereicht. Na? So sehen die jetzt aus. Die haben jetzt ein bisschen Farbe bekommen und das reicht auch schon. Und ich sehe schon, auf dem Boden ist es ein bisschen angesetzt, aber das macht überhaupt gar nichts. Das kriegt man alles wieder schön weg. So. Die Zwiebeln werden jetzt erst einmal umgefüllt, denn nachher kommt hier im Topf das Hackfleisch rein. Und da wird das Hackfleisch angebraten und eine ganz feine Tomatenmarksoße kommt dann noch mit dazu. Und die machen wir aber gleich. Erstmal umfüllen. Tschüssi, bis gleich. So, meine Lieben, die Zwiebeln sind umgefüllt und jetzt kommen wir an die Hackfleischfüllung. Und dazu, habe ich den Topf nur mal kurz aufgespült und unten auf dem Boden, da war ein bisschen was angesetzt. Das konnte ich so mit dem Schwamm wegwischen. Wir geben einen Schuss Olivenöl rein und das ist das Olivenöl von meinem Freund von Yorgos Katsaros. So, das gibt es auf seiner Webseite, das verlinke ich euch nach unten in der Infobox. Und dafür gebe ich auch einen guten Schuss, sodass der Boden leicht bedeckt ist. Da kann man ja, wenn es vom Guten wieder etwas mehr sein darf. Ne? So, da freut sich der Yorgos bestimmt auch wieder, wenn er das sieht. So, und das Hackfleisch gebe ich jetzt so peu à peu nachher oben durch die Einfüllöffnung rein. Ich setze nämlich den Deckel auf und habe hier die Anbrattaste auf 7 Minuten. Und dann geben wir einfach bröckchenweise das Hack dazu. Das dauert jetzt ein Momentchen und wenn das Hackfleisch nachher angebraten ist, hole ich euch wieder dazu.
So, das Hackfleisch ist nun in der ersten Runde angebraten. So sieht das aus. Jetzt kommen die Gewürze ran. Die obligatorische, ihr kennt sie schon, die Gemüsepaste. Einen Esslöffel. So viel etwa. Dann so, einen anderen Löffel nehmen. Zwei Esslöffel Eiweiß. Einen Teelöffel Salz, also einen halben. Pfeffer. So ein Teelöffel Basilikum haben wir zwar schon im Teig, aber kommt auch noch immer ans Hackfleisch. Einen Teelöffel Oregano. Und Tomatenmark habe ich noch nicht drin, nein. Einen guten Esslöffel. Zucker. Und Tomatenmark, etwa, ich schätze mal 50 Gramm, mal abwiegen, wie 50 Gramm sind. Ja, das reicht. 50 Gramm Tomatenmark sind ca. 2 Esslöffel. So. Deckel drauf. Und das Ganze noch mal für ungefähr 2,5 bis 3 Minuten anbraten. So, meine Lieben, hier bin ich wieder, jetzt aus einer anderen Perspektive, denn jetzt geht's an Teig ausrollen. Den hatte ich noch mal ein bisschen in den Kühlschrank reingestellt, weil ich noch ein paar Sachen erledigen musste. Und den geben wir jetzt hier, der ist wunderbar luftig jetzt aufgegangen, auf meine bemehlte Backunterlage. Und dadurch, dass wir den in eine geölte Schüssel gegeben haben, lässt sich der Teig wunderbar da herauslösen. Hoppala. So, und jetzt geben wir noch ein bisschen Mehl hier oben drauf. Ja. Und kneten den Teig jetzt noch einmal schön durch. Immer noch mal ein bisschen Mehl dazugeben. So. Und dann schon mal ungefähr in ein Rechteck formen. Und mit der Hand erst mal so weit wie es geht auseinanderdrücken. Dann den Teigroller nachher zu Hilfe nehmen. So, wenn ihr den Teig schön ausgerollt habt, ungefähr so 50 cm in der Breite und 45 cm in der Tiefe, dann kommt hier ein Becher Schmand drauf. Und jetzt gebe ich euch einen kleinen Tipp. Erstmal die Molke, die da oben drauf ist, abgießen, das habe ich schon getan. Dann ein Loch da rein und es flutscht da raus. Naja, jetzt ist noch ein bisschen was am Rand, aber das kriegt man wunderbar hier raus. So, mit dem Spatel dann den Schmand hier drauf verteilen. So, am besten auf der Seite, die zu euch gewandt ist, weil das ist die erste, da wo wir anfangen zu rollen. So.
hier. Rand. Jetzt kommt unser Hackfleisch. Das habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt. Oh, dann ist jetzt so dunkel hier. Kann man ganz schlecht erkennen, aber ich zeige es euch, wenn man das jetzt hier auf die Masse gibt. Wunderbar. Das haben wir alles weggekriegt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe noch gar nicht mal gekostet. Ich muss das jetzt erst mal kosten hier. Das wäre der Burner, sag euch. Und ich habe mal in der Fernsehkochshow gesehen, so die Amis, die hatten diese Zwiebeln. Diese Zwiebelmasse und dann Hackfleisch und dann Cheddar-Käse darüber und das Ganze auf Pommes frites. Oh, da ist mir das Wasser im Mund zusammengelaufen. Und das hatte ich uns auch schon mal gemacht. Und sowas Ähnliches habe ich mir jetzt hierbei gedacht. Also, das Hackfleisch hier drauf, dann unsere Zwiebeln. Unseren Schmelzkäse. So, und jetzt kommt Gratin-Käse. Und eine ganze Tüte Emmentaler. Da ist er fertig. So, dann fangen wir an zu rollen. Ich hoffe, das wird was. Ich hoffe, das konnte man so sehen. Ich muss mir unbedingt ein Beleuchtungsset kaufen. Ich weiß schon, ich höre euch schon rufen. Man kann nichts sehen. So, und jetzt werden sie geschnitten. In das eingefettete Backblech gegeben. Und das mache ich jetzt und hole euch dann nachher wieder dazu. So, meine Lieben, hier bin ich wieder und hier habe ich jetzt meine Rollis drin. Und die kommen jetzt erstmal noch in den Kühlschrank und ihr könnt sie auch gleich in den Backofen reinschieben bei 180 Grad für ca. 20 Minuten. Aber achtet darauf, guckt immer mal ein bisschen rein. Und ja, ich zeige euch die Teile, wenn sie nachher fertig gebacken sind. Und dann, oh, mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen, weil die Füllung war einfach schon so lecker. Okay, also, bis gleich. So, meine Lieben, ihr seht schon an der Beleuchtung, dass es ein bisschen fortgeschritten ist in der Zeit. Mein Männe ist jetzt nach Hause gekommen und wir können jetzt die schönen, leckeren Schnecken zu uns nehmen und sie sind auch hier im Backofen drin und die hole ich jetzt mit euch mal raus. Ich hatte ursprünglich den Backofen auf 180 Grad, habe den aber danach ein bisschen höher gestellt, auf 200 Grad Ober- und Unterhitze. Sieht das lecker aus. Guckt euch das mal an. Ist das lecker? Da läuft einem doch das Wasser im Mund zusammen. So, da hole ich die doch jetzt glatt mal hier raus. Einmal abstechen. Sind exakt 12 Stück geworden. Ich weiß gar nicht, warum wir die alle essen sollen. Guck mal. Und der Käse, der Cheddar-Käse da drin. So, noch einen abstechen.
Ja, Louis, Haier machen jetzt. Haier machen und der fällt mir jetzt ein bisschen auseinander. Aber das macht gar nichts. Oh, guck dir mal an. Der sieht jetzt nicht so schön aus. So, aber guck mal. Ist der nicht lecker? Guck mal, und der Käse. Tja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Rezept ist natürlich unten wieder, wie immer, in der Infobox. Und ich wünsche euch guten Appetit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Küchenzauberer. So, hier bin ich nochmal. Und das ist sowas von lecker. Also ich muss euch das jetzt schon mal vorkauen. Dieser Käse und das Hack und die Zwiebeln und der Teig, einfach Hammer, Burner, nachmachen. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch nicht vergessen und Kanal abonnieren. Würde mich freuen. Tschüssi nochmal.